So, wir haben ja von, wer war es, kaufen das ganze Jahr? Pyroweb. Genau, Pyroweb haben wir ja die Firefly gewonnen. Möchte ich euch mal kurz vorstellen, zeigen. Ist nur ein kurzer Test, weil ich finde die Anlage nicht toll. Ich finde die nicht toll, weil es die alte Variante, die funktioniert über Handysteuerung, über Bluetooth. Das Problem ist, ihr braucht bei der alten Variante ein Android 5, 6 oder 7. Alles, was drüber ist, funktioniert nicht. Deswegen musste ich mir extra ein neues Handy holen, beziehungsweise ein altes neues. Und ich zeige euch bloß mal kurz einen kleinen Aufbau. Wir haben hier Funke Geysire, 10 Stück. Und die klicken wir jetzt mit rein. Ich zeige euch das mal kurz. So, hier. Kabelsalat. Genau. Ihr habt halt hier diesen Clip. Da ist eine Heizspule drin. Dann nehmt ihr einfach die Zündschnur von euren Artikel, den ihr haben möchtet. Packt ihn hier drauf. Clippt das zu und er ist fest. Normalerweise, ja. So, weil in diesen Clips, da sind Gummis dran, die Zündschnur festhält. So, haben wir Nummer 1 fertig. Den lassen wir hier mal ein bisschen raushängen. So, Nummer 2 und immer so weiter. So, ich baue das mal jetzt ein bisschen auf, so wie ich es euch gezeigt habe. Ich zeige es euch jetzt kurz nochmal. Ihr nehmt halt, wie gesagt, diesen Clip, packt die Zündschnur rein, klippt das zu. Und hier ist übrigens auch der Gummi, der das festhält. Wenn es ein bisschen scharf steht. Genau, einfach zu und klippen. So, ich bereite das schnell alles vor und dann sehen wir uns gleich nochmal, wie man die Anlage mit dem Handy verbindet und dann machen wir gleich eine Zündung. Also bis gleich. Also wir haben jetzt hier auf jeden Fall die Firefly App. Wir müssen dann einfach die Zündanlage suchen. Wir gehen auf Firefly Classic, weil wir die alte haben. Dann wird sie gleich angezeigt. Wir ziehen sie hier rein. Normalerweise müsste dann das Gerät sich verbinden. Es vibriert und wir gehen einfach eine Runde weiter. Dann kommt ein Auto und wir machen mal kurz eine Pause. So, dann können wir mal die Zündanlage sehen. Wir haben 10 Kanäle aktiviert. Wie gesagt, Funke Geysire zünden wir rot-grün. Und wir zünden einfach dann immer Kanal 1 bis 10 durch. So schnell, wie wir hintereinander wegzünden können. Und so, also wie gesagt, wir gehen dann auf manuelle Zündung in der App und haben dann unsere 10 Zünder. Man geht einfach auf Zünder Nummer 1. Man geht hier runter, dann zum einfach wegwischen und wenn ich jetzt drauf drücke, würde der erste Effekt losgehen. So, ich stelle die Kamera so ein, dass ihr nur noch die Geysire seht. Genau, seht, ist auch scheißegal. Und eine andere kleine Kamera packe ich dann aufs Handy. Denke ich mal. Ich weiß es noch nicht. Also bis gleich. So, wir fangen dann an mit der ersten Zündung. Wir wischen und zünden. Und wir sehen, es passiert nichts. Finde Nummer 2, wischen und zünden. Oh, es geht einer los. Wie viele sollten losgehen? 10 insgesamt. Finde Nummer 2, wischen und zünden. Finde Nummer 4, wischen und zünden. Irgendwie passiert hier nicht genug, denke ich mal so. Tja, Freunde, das ist. Läuft? Das ist auch sehr. Sehr lustig, muss ich mal sagen. Einer von 10? Ja, warte. Wir sind bei Nummer 7. Nein, auch nicht. Wischen und zünden. Leuchten tun sie auf jeden Fall vorne. Ja, 8 will auch nicht. Nummer 9 will auch nicht. Und Nummer 10 will auch nicht. Wir versuchen es. Firefly-Test durchgefallen. Na, wir versuchen es nochmal. Wir können ja nochmal einen zweiten Test durchlauf machen. Wir sind im zweiten Test. Nummer 2 zündet auch wieder nicht. Nummer 3. Nein. Ich weiß nicht, woran es liegt. Aber wie gesagt, ich habe die Anlage von vornherein nicht so gemocht. Wie ihr seht, seht ihr nichts. Gut, damit breche ich den Test ab. Wir zünden die Funke Geysire mit der Hand. Also bis gleich. Also ich habe zu Hause alle Zimmer mal durchgetestet. Oder die, guck mal. Hat versucht, ja? Ja, hat versucht. Hat keine Kraft, ja. Weiß nicht, ob der vom Bild machen will. Ja, der hat gezündet. Das war der Einzige. Ja, hat überall reingebrannt, aber ist nicht gezündet. Ja, hier. Oh. Okay, warte ich. So, Freunde, also die Anlage hat auf jeden Fall zu wenig. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Da, also die Spulen sind alle angegangen. Es gibt auch einen kleinen Zündpunkt an der Zündschnur, aber wie gesagt, die andere ist einfach zu schwach, um solche Viskos irgendwie zu zünden. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Vielleicht habe ich auch die Zünder einfach zu weit drin gehabt, wenn man mal guckt. Ja. Jetzt hat es das schon raus. Toll. Haben wir noch einen, der drin war? Ja.
Also wenn ihr mal guckt, halt den mal fest, dass er nicht rausfliegt. Also wir haben den Zünder bis rangepackt. So hier. Bis zur Spule, halt mal fest. Bis hinten. Und vielleicht deswegen. Aber kann ich mir nicht vorstellen. Siehst du noch schön den Rest. Hier hat einer gezündet, das war der einzige. Gut, also wie gesagt, wir packen jetzt schnell mal weg und zünden dann alles mit der Hand. Also bis gleich, wa? Gut, na dann, zünden wir alle restlichen weg und ich würde mal sagen, viel Spaß mit den Geysir Kaliber A von Funke, Grün und Rot. Ich finde die Teile schon echt geil für Klasse 1. 5 Euro das 10er Set. Muss jetzt hin. So Freunde, ich bedanke mich fürs Video, macht's gut und ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wie gesagt, die Nico Firefly ist nicht so meins. Ihr habt es hier gesehen. Ich bevorzuge lieber richtige normale Anlagen. Ich werde mich noch ein bisschen reinfuchsen, vielleicht gefällt sie mir doch irgendwann, aber wie gesagt, ich denke eher nicht. Also Freunde, macht's gut, bis zum nächsten Video.